Da warten wir gar nicht lange. Yay. Hatten die meisten Punkte insgesamt. Woo. Einfach mal nur so. So, Kapitel 6. Im Reich der Flügeldrachen. Zur selben Zeit am Fuße des Stone Talon gibt. Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hin auf Befestigungen angelegt. Was haben sie nur vor? Wenn sie auf einen Kampf aus sind, hätten sie schon reichlich Gelegenheit gehabt. Ischner Lopora, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute machen scheint Ärger. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die in der Nähe lebenden Flügeldrachen helfen. Sie mögen keine feindlichen Eindringlinge. Ich kenne auch niemanden, der feindliche Eindringlinge mag. Aber gut, Kern ist trotzdem cool. Und da haben wir scheinbar schon den Teil, oder erstmal den Teil mit Grom oder Grommasch, wie er heißt, fertig gespielt. Sind wir jetzt wieder bei Thrall unterwegs. Oder wie die Deutschen nennen, Thrall. Okay, Spaß beiseite. Wir müssen uns bewegen. So, wir haben hier 3. Ja. Machen wir noch 2 draus. Holen das Plündern. Und haben jetzt endlich die Tauren. Yay. Eine meiner Lieblingsklasse. Muss ich ehrlich sagen. Wir schauen uns einfach schon mal ein bisschen um. Da sind ganz, ganz viele Donnerhexen. Und wir könnten uns eigentlich auch mal Kern anschauen. Kern hat Reinkarnation als seine Spezialfähigkeit. Damit kann er sich einmal wiederbeleben. Und die Wiederaufladezeit 240 Sekunden. Das ist eigentlich recht nett. Ja. Hahaha. Hat noch eine Ausdauer-Aura. Und da ist ein kaputter. Dieser Ort wurde entweiht. Ich spüre, die Geister sind geflohen. Ja, kann man wahrscheinlich wieder reparieren. Hoffe ich mal. Ja, dachte ich mir doch. Ausdauer-Aura erhöht das Wirkungstempo aller nahegelegenen. Und die Angriffsrate. Die Angriffsrate, das ist vielleicht sogar das Wichtigere von beiden. Und die Erschütterung des Bodens ist ganz nett, ist so ein Schlag auf den Boden. Und wir haben hier noch so einen Schuss, den man setzen kann. Boah. Das war's dann auch schon. Und wir brauchen eine Festung, um dahin vorzuschreiten, wo ich hin will. Nämlich zu ein paar Heileinheiten. Wir brauchen den Altar der Stürme. Dann bauen wir den doch gleich mal. So, da haben wir jetzt 5, dann machen wir hier mal 3. Ich glaube, ich hätte gerne auch Türme. Einfach weil ich mich mit Türmen sicherer fühle. Wieso nehme ich dazu eigentlich einen der Holzer? So. Einfach weil ich mich damit sicherer fühle. Dann, die können bestimmt von oben kommen oder von der Seite. Aber sie kommen erstmal von der Seite.
So. Ja, wir müssen noch warten, bis wir den Heilzauber kriegen. So. Aber wir bauen schon mal aus. Dann können wir nämlich auch endlich das Totem bauen, das Tauchentotem. Wir haben schon eine Geister und Bestarren hatten wir doch auch, oder? Hab ich doch... Okay, ob ich mich verschaut. Bauen wir gleich, natürlich. Brauchen wir auf jeden Fall. Also ohne würde ich nicht aus dem Haus gehen. Arbeit abgeschlossen. Ja. So. Okay, wir brauchen mehr Holz. Aber da wird alles erstmal ausgebaut. Was brauchen wir eigentlich an Holz für einen Turm? 80 haben wir doch schon wieder. Dann bauen wir noch hier einen hin. Ich bin irgendwie Sorgnisse, dass die von hier oben mal kommen und uns ärgern. Weil von hinten können sie nicht kommen. So, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen da jetzt hoch. Okay. Klingt logisch für mich. Soweit. So. Können eigentlich schon mal das ausbauen. Haben wir überhaupt einen Schaman dabei? Nö. Aber trotzdem haben wir eigentlich ja. Gut, ich wollte gerade schon sagen. Arbeit abgeschlossen. Was macht das eigentlich genau? Erhöht die Trefferpunkte und den Zusatzschaden. Das ist natürlich auch sehr nett. Verbessern wir erstmal die Trolle. Die auch schon wieder ein bisschen am... Was? Ja, ein bisschen am Sterben sind, sage ich mal. Ja, Mann. Eigentlich könnte man mal die ganze Zeit nur so kommentieren, Mann. Das wäre irgendwie lustig, Mann. Oder nervig. Wahrscheinlich beides. So, du darfst dahin gehen. Damit kann ich hier dann dieses Medizinding fertig machen. Also und du brauchen wir mehr Holz. Dann gehst du zu deinem Kollegen Holzen. Haue uns Holz. Hau uns ganz viel Holz. Haben wir. Ja, du bist der Kriegshäuptling. Das hast du gut erkannt. Wo. Achso, ja, ja, ja. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. So. Ihr seid dran, ja. Sehr gut. Dann brauche ich. Also weiter. Defensive Verteidigung. So. Haut den Mörsertrupp weg. Der kann mir halt wirklich gefährlich werden. Im Vergleich zu den anderen, weil die Türme nicht die Range haben. So, bauen wir mal die Kriegstrommel und dann einen weiteren. Und hier könnten wir... Ja, wir brauchen mehr Holz. Okay. Wir haben hier 4, machen wir mal 5. Soll dann aber, finde ich, auch reichen. So. Und gut, ich verbessere auch die ganze Zeit gerade Sachen oder baue Sachen aus. Das geht halt in die Ressourcen, so wie das zum Beispiel. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Turm, braucht aber 80. Das hatte ich schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen. So. Setzen wir ihn mal dahin. Seid ihr fertig? Ja. Dann kannst du jetzt mal hier einen Heiltotem setzen für die lieben Leute. Damit die sich mal hochheilen können. Ja, du bist der Kriegshäuptling. Bauen wir das. Und... Ja... Eigentlich würde ich ja gerne mal eine zweite Kriegswerkstatt hier drüben hinsetzen. Weißt du nicht, wie viele Bäume hier wirklich stehen? Ja, doch einige.
Aber dann kann ich Sachen schneller ausbauen. Und wir haben irgendwie gefühlt. Okay, wir brauchen mehr Gold. Aber wir haben noch nicht wirklich Grunzer und die sind schon mächtige Einheiten. So. Jetzt hätte ich gerne noch hier vorne einen. Und ich schätze mal, wir schauen uns in der Zeit mal um, wo es hier so weitergeht. Damit es nicht so ultra langweilig für euch ist. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Harpien haben die Flügeldrachen unterjocht. Vorsicht, alter Narr! Der Stone Talon Gipfel gehört uns! Keiner kommt hier lebend raus! Nicht Mensch noch Monster! Angriff, Schwestern! Okay. Ach, nicht okay. Ich hab das noch nicht ausgebaut. Aber trotzdem okay. Du, das war knapp. Können wir... Oh, man hat einen Haufen Zeug, aber wir können jetzt die Klauen abgeben. Die Krafthandschuh-Klauen. Und hoffentlich die Magie einhängen. Und auch wenn er da hinten drin steckt. Ja, sehr gut. Dann nicht genug Mana. Das heißt aber für mich eigentlich nur, dass ich noch einen weiteren... Fast. Noch einen weiteren. Du... baust mir jetzt mal einen Ogro da einfach hin. Und dann du, auch nochmal du, darfst sogar noch einen zweiten bauen. Und der Turmmensch hier darf mir, wer jetzt gedacht, noch einen Turm bauen. Und dann das Totem. Dahin, da, da sieht schön aus. So, das macht ihr. Und während ihr das macht... Muss ich eigentlich warten, bis das fertig ist und noch einen... Naja. Können wir noch... Hoppala. Lass sie in Turmrange kommen einfach mal. Und dann hauen wir sie weg. So. Wir... heilen uns jetzt mal noch ein bisschen an dem einen hoch. Dann können wir aber auch noch den zweiten gleich bauen. Sind wir in den Normalkosten, aber das ist okay. Kann ich mitleben. So. Wir bauen mal weiter aus. Und deswegen habe ich auch das zweite gebaut damit. Okay, es kostet trotzdem 150. Ich dachte, die erste Ausbaustufe wäre ein bisschen... geringer. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist dem nicht so. Dann kann ich aber auch gleich den Speer jetzt hier ausbauen. So, und jetzt gehen wir einfach los. Wir gehen einfach mal nach links, denn da hoch sollen wir scheinbar, wir sollen genau, denn den Gipfel bewacht und das ist der blaue hier. Also, wo geht man zuerst hin? Genau, überall anders. Oh, nein, 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 du solltest nicht meine Einheit angreifen, sondern die Gegner. So, da ist ein Goblin-Laden. Den brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Und dann geht's hier weiter. Keiner genug Mana? Hast du nicht genug Mana? Nö. Jetzt hat. Das können wir auch. Das machen wir natürlich auch. Die Gesundheitsstein nimmst du einfach mal mitkehren. So. Jetzt hat. Du bist damit fertig. Dann
Setzt du hier noch einen Turm hin, einfach. Um so gesehen, dass nichts von hier oben irgendwie angreift. Da habe ich nämlich wirklich etwas Bammel. So, dann hauen wir jetzt mal die Häuser hier weg. Irgendwas ist hier vielleicht noch. Nö. Dann geht's weiter. Gut, dass man die erst zu spät sieht. So. Hauen wir mal durch. Wir haben leider keinen Heilschutzzauber selber. Aber hoffen wir einfach, dass jetzt keiner stirbt. Talisman der Vitalität. Komm, nimm mit. Ach komm, es war doch klar, dass sie von dort angreifen. Aber an sich. Die Türme machen das schon. Na. Oh. Weißt du, wie teuer die Türme sind? So. Du. Bau mal weitere Häuser. Du bist der Kriegshäuptling. Das sagten wir bereits schon mal, dass das stimmt. Deswegen, ja, stimmt das auch. So. Los geht's. Holen wir mal die Sturmviertel als erstes runter. Ich glaube, die ist so das mit das größte Problem. Ja, nicht mehr lange. So. Können wir noch ein zweites machen? Nee, aber irgendeiner der beiden, oh, beide. So, Level Up. Warum ich den Zauber nicht mache, kann ich sagen, Fernsicht bringt mir nur, dass ich ein Gebiet sehen kann. Und ja, das muss ich nicht unbedingt wissen. Muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir da mitgenommen? Habe ich jetzt gar nicht drüber. Eine Rolle Schutzes. Okay. Nehmen wir mit. Wir holen uns die Flügeldrachen. Und wir müssen noch den Zentaurenkahn finden und töten. Holen wir erstmal den Großen runter. So, jetzt müssen wir uns mehr oder minder drauf verlassen. Was hast denn du am Mana? 200, natürlich. Genau dann. Sehr gut. Dann baust du noch eins. Und du baust sicherheitshalber noch da einen Turm hin. Und da einen Turm. So. Das soll dann aber reichen, ein Turm. Ich glaube, das ist jetzt die Turmmauer, the Great Tower Wall. Und wir sind voll, wir können weiter. Und können hier die Sturmviertel runterholen. Und dann hoffen, dass wir bald die andere Sturmviertel runterholen können. So, und jetzt sollte es eigentlich kein allzu großes Problem mehr geben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier, diese stolzen Kreaturen werden uns helfen, zum Gipfel vorzustoßen. Und sie sind gleich besetzt. Mann, oh Mann. Kann das sein, wir nicht zum Gipfel... Ah, okay, wir kommen einfach nicht zum Gipfel hoch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.